Rain Dance. Nee, brauchen wir nicht. So, hier hinten müsste noch ein Trainer sein. Nee, hier ist keiner mehr. Ich dachte, hier oben wäre noch einer. Nee, da war eine Devise. Ach so. Wollen wir mal links gucken? Na, guck mal, hier sind noch drei Stück. Was ist das da oben? Ach, ist hier oben. Oh Gott, wie hieß? Ist hier, oh Gott. Die Farm, der nee, Quatsch, Ranch, wie heißt's? Safari. Safari? Ist hier die Safari-Zone? Das sieht nämlich so aus. Dum, dum, dum. Unsere Attacken sind bald aufgebraucht. Wir müssten bald in ein Pokémon-Center. Vielleicht müssen wir doch jetzt langsam mal einfach ein bisschen zügiger machen. Wir kommen nochmal zurück und kämpfen gegen alle. Dass wir erstmal durchkommen irgendwie. Das wäre wohl jetzt gerade nicht verkehrt. Och, Attacke daneben gegangen. Na, Gyarados, mach keinen Quatsch. Komm schon. Gut, feines Gyarados. Tagboga. Bitte hol das vom Himmel. Danke. Ich warte nur drauf, dass die XP wupp macht. Das ist ja, ob ich gewonnen hast oder nicht. Ich finde es schade, dass man auch bei PvP-Kämpfen keine XP für die Pokémon bekommt. Klar, sonst könnte man sich ganz easy hochschummeln. Was ist denn das hier? Oh, da ist ein Pokéball. Ich habe einen Ultraball gefunden. Nein, was ist denn das hier? Kleine Safari-Zone. Ist. Ja, ne? Elite Challenge. Irgendwie sowas ist hier. Okay. Ja, cool, da gucke ich später mal rein. So, du noch? Ich tue jetzt mal Gyarados an erster Stelle. Weil ich nicht mehr will, dass der jetzt sowas abkriegt hier. Zu viel. Na, wo steckst du? Ja? Ist schon fast da? Also hier ungefähr. Okay. Ja, ich muss also nach unten und dann nochmal nach links. Oh, der hat einen Tangelos hinter sich herlaufen. Ui, da ist ein Tangelos. Cool. Wie entwickelt sich ein Tangela gleich? Ach, ich wünschte, ich hätte schon meinen zweiten Monitor hier. Dann könnte ich jetzt schon gucken. So nebenbei so, ganz heimlich. Okay, alle, das ist nicht so gut. Bitte mach's weg, sonst bist du jetzt gleich weg, Gyarados. Gut, fein gemacht. Das ist knapp. Okay. Dann nehmen wir nochmal. Hallo? Oh, hier kommen noch mehr Kämpfer. Ich überlege halt ernstlich nochmal kurz zurückzugehen. Das wäre eine ganz schöne Ecke. Oh, ich wäre irgendwie nicht rumgekommen. Ich will schon alle Kämpfe mitnehmen. Gibt ja gute EXP. So, Smackdown.
Gut. Einen können wir noch machen, denke ich. Hier kommen wir auf die nächste Map schon wieder. Da gucken wir mal noch kurz, was dann dort ist. Aber selbst Pikachu ist... Ja, wir müssen nochmal zurück, bevor wir weitergehen. Bringt nichts. Ich muss erst nochmal zurück. Ich riskiere nicht meine Pokémon. Hä? Ja. Nö, nö, nö. Wir nehmen hier schön alle Kämpfe mit, gucken in die kleinen Ecken, in die Verstecke, ob er da was findet. Du hast sogar das Evoli übersehen. Ich habe extra alle nochmal durchgeguckt, die mir einfielen. Direkt, wir gucken bloß mal ganz auf die nächste Map. Ist hier irgendwas zum Healen? Nö. Okay. Das heißt, wir gehen nochmal ganz kurz zurück. Ist zwar eine kleine Ecke, aber das schaffen wir. Schönen guten Tag. Ich mag das hier so. Es erinnert halt... Ich bin froh, dass es das nicht irgendwie in einer anderen Grafik oder so gemacht hat, dass es der Grafikstil ist. Weil mir gefällt das sehr, dass man im Vergleich zu damals, zur roten Edition, zur blauen Edition, wo man ja so viel mit verbindet, dass man hier jetzt nicht mehr alleine rumläuft. Hier laufen andere Leute rum. Nicht wie damals. Du warst das einzige dumme Kind, was mit 10 Jahren losgelaufen ist. Alleine. Im Prinzip. Hier ist man nicht alleine. Hier sind ganz viele andere genauso doof. Wäre es real, wäre ich auch so blöde. Ich würde einfach sofort meine Poki snappen. Anfangs Pokémon. Aber am 10. Geburtstag, ich wäre sofort weg. Du, ne? Wenn das real wäre? Huch, ich bin gleich vorbeigelaufen, sehr. Könntest du hier gleich ins Pokémon Center gehen? Obwohl, ich glaube, da irgendwas kürzer gewesen und ist egal. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Ich schlafe nie wieder durchs hohe Gras. Ja gut, ich meine, die Kinder sind ja nicht dumm hier drinnen, ne? Das sind ja eher die Eltern. Die lassen ihr 10-jährige Kinder einfach in die Welt hinausgehen. Bestes Jugendamt ever. Die sagen auch nichts. Ja doch, hier, dicker Höhle, gibt es auch eine Schnellreise-Option. Das ist gut. Ich will mal, hallo? Ich habe wieder ein Ladeproblem. Ich habe wieder ein Ladeproblem. Bei mir lädt es gerade wieder. Nee, ich will in die Stadt. Hallo, Stadt. Please, Stadt. Bitte, 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 bitte. Wieso können die ja in die Stadt rein? Was ist denn hier los schon wieder? Hä, ich verstehe es nicht. Da gehen wir rüber. Das geht hier auch. Wieso kann ich dann in die Stadt? Ich gucke jetzt mal, ob es jetzt geht. Ob jetzt. Ja, nee, will immer noch nicht. Okay. Dann muss ich wahrscheinlich noch mehr Freundschaft mit Kiowatz kriegen. Wieso kann ich nicht in die Stadt? Ich verstehe es nicht. Dann gehen wir halt doch nach oben und hoffen, dass wir da in die Stadt rein können. Stehe ich nicht, wieso ich nicht rein kann. Irgendwas lädt heute nicht richtig. Dabei gab es vor uns schon einen kleinen Patch, den wir uns alle runterladen mussten. Uah, Hilfe. Ja, bitte vergesst nicht, alles, was ihr gerade so seht, das ist schon, also mindestens einen Monat circa alt nun, weil ich halt so viel vorproduziert habe. Hier geht's doch auch sofort auf Anhieb. Hä, ich verstehe es nicht. Wieso geht's denn in der Stadt nie? Danke. Ich dachte, ich komme hier nie raus. Wenn ich halt nicht zu dieser Stadt darf, dann gehe ich halt zur nächsten Stadt. So. Wie viel Happiness hat denn ein Pokémon jetzt? Warte mal. Über der Hälfte. Okay, wahrscheinlich, wenn man so bei 75% ist von der Leiste, dann geht das wahrscheinlich. Oder so. Keine Ahnung. Oh, der hat ein absurdes Reittier. Ich will auch haben. Ja, hier geht's. Hier komme ich in die Stadt rein. Okay. Ich hinterfrag's nicht. Das wird schon richtig sein. Ich kann mich nicht bewegen.
Danke. Hallo. Darf ich meine Pokémon heilen, bitte? Danke. So. Und wieder zum alten Wege, wo wir gerade waren. Beweg dich, danke. Ich bin froh, wenn wir Server haben. Fliegen gibt's übrigens nicht. Gar nicht, habe ich vor uns erfahren. Bin ich ein bisschen geschockt. Ich mag Fliegen, also hin und her. Tschung, tschung, tschung. Ich glaube, das würde den Server wahrscheinlich ein bisschen überlasten, wenn alle hin und her fliegen ständig. Aber cool wäre es trotzdem. So. Aber es ging jetzt recht schnell, wir sind doch wieder an anderer Stelle. Gut. Die haben wir alle schon besiegt. Also kämpfen wir doch noch mal ein bisschen mit Geowatz weiter. Vogelfänger Donald. Ein Porenta. Wir sind wieder auf einer neuen Ecke jetzt. Hier gibt's Porenta. Okay, cool. Hätte ich gerne, ja, doch. Eventuell so. Für Pokédex und so. Also hier müssen wir mal suchen gehen. Im kleinen Feld. Dann muss ich mal gucken, habe ich? Nee. Wer hat denn eigentlich? Jetzt bin ich verwirrt. Welchen von meinen Pokémon hatte ich Cut beigebracht? Ich hatte irgendein meiner Pokémon Cut beigebracht. Ich hatte irgendein meiner Pokémon Cut beigebracht, aber ich weiß partout nicht mehr, welches das war. Habe ich Cut? Ja. Okay, Moment. Taubers könnte ich Cut beibringen. Evoli will ich nicht. Geht Taubers? Geht nicht, oder? Der kann's nicht. Das wäre auch Quatsch. Okay, du musst nochmal im nächsten Stadt gucken. Welches Pokémon hat die Cut beigebracht? Ach, ich weiß, es wird doch das kleine Knupsi, dem hat die Cut beigebracht. Ja, stimmt. Fällt mir gerade wieder ein. Das ist doof. Im Team müssen halt alle Pokémon, jeder muss im Prinzip eine VM irgendwie drauf haben. Oder manche auch zwei halt, je nachdem. Dass man nie irgendwie so wechseln muss, was sowas angeht. Dass man immer überall hin kann. Ich hasse das. Das heißt, ich bräuchte ein starkes Pokémon. Jedenfalls im Kanto-Team zurzeit, mit dem ich Cut einsetzen kann. Aber wenn ich dann mal fragen muss, ob man die VMs, also was man jetzt im Inventar hat, mitnimmt. Die Pokémon nicht. Die dürfen ja erstmal nicht benutzt werden. Ist ja okay, wenn ich jetzt von keiner nach Johto komme. Aber darf ich die ganzen Items wie die VMs und so klein mitnehmen? Heißt das, ich hätte, wenn ich nach Johto gehe, gleich Cut und alles? Das wäre cool. So, sei bitte zuerst dran. Danke. Och, nee. Ja, dann brauchst du jetzt nicht wundern. Das hat nämlich jetzt wehgetan, ne? Das ist nämlich ein Shiggy. Shiggy ist Wasser und du bist Stein. Das bringt nichts. Gerade so die Kurve gekriegt. Das ist nicht fair. Du hast Wasser gegen Stein gekämpft. Das ist mehr als fair für dich.
Ich höre die Isabelle-Musik. Das Bollwerk ist wieder am Arbeiten. Oh, was ist das Kostüm lila? Oh, das sieht hübsch aus. Tja, das war ein Glumanda. Guck mal hier. Hier will ich buddeln. Okay. Der macht das jetzt auch nicht mehr. Aber der hat das jetzt erst. Na gut. Als Georock zu Geowatz wurde. Seitdem macht er nicht, das nicht mehr. Okay. Dann müsste ich wahrscheinlich das ja. Weil ich es entwickelt habe. Guck weg, also. Bitte. Guck da einfach weg. Wir versuchen es mal voll zu kriegen, die Happiness. Ich glaube aber, die sinkt nicht wieder. Also, wenn die immer so hoch ist, dann ist die so hoch. Glaube ich zumindest. Level up. Ich sollte echt mal Garados nehmen, ne? Das muss leveln. Ich vergesse es immer wieder. Aber ich will mit ihm endlich die Freundschaft so hoch haben, dass ich schnell reisen kann. Ich weiß nicht, ob hier Magnitude geht, wenn der eigentlich über dem Boden schwebt. Okay, wir sind jetzt auf der geraden Richtung nächster Stadt. Das ist schon mal gut. Ich glaube, ich komme in die Stadt überhaupt rein. Letzte hat uns nicht reingelassen. So. Okay, da ist noch ein Biker, den nehmen wir denn dann mit mal. Ich will ja mal in Richtung Stadt jetzt kommen. Noch ein Pikachu. Ja, natürlich ist wieder voll unfair, dass die gerade einen Pikachu hat. Jetzt, wo ich gerade das einsetzen will. Die hat Doppelteam gemacht? Was? Da stand ein Wasser-Pokémon vor ihr und die macht Doppelteam? Dein Ernst? Gut. Das ist weg. Ein Raichu. Also wir sind wieder auf einer neuen Map, ne? Was gibt's denn hier? Tangela gibt's hier. Die Tour habe ich schon. Das habe ich schon. Boah, ein Quick Attack. Das war heftig, tat weh. So. Jetzt lass mich bitte weiter. Ich will zur nächsten Stadt. Den nächsten Orden. Der ruft schon. Okay, hier lang. Wie soll ich denn hier hochkommen? Hey, wie soll ich denn hochkommen? Ah, von hier hinten, von da. Alles klar. Ein Hopsbross. Oh, ein Hopsbross gibt's hier. Ui, das ist auch schön. Die dritte, Papunga ist dritte Entwicklung, die finde ich niedlich. Was ist das für ein grüner Stein? Ein Kickli. Ach,
Guck mal, ich muss da lang um. Oh, das habe ich nicht gesehen. Okay, gut zu wissen, ne? Aber wir holen uns raus mit dem Pokéball. So, was kommt als nächstes? Achso, der ist besiegt.